Eidosch. 18T. Ja, da hinten ist noch irgendwas fest. Muss das auch ab? Achte, was passiert. Das ist echt eine schwierige Stelle. Don't pipe up, Eidosch. Der kommt. So, den habe ich jetzt hier. Das ist das Problem. Beobachte mal, wie viel Öl hier rauskommt. Mach mal einen auf Nusslet. Willkommen bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin mit meinem Booster unterwegs hier und werde den 1.8T Quadro, den wir für 500 Euro geholt haben, einen neuen Turbo verpassen von KN Racing. Heute werde ich nicht den Turbo Lader abbauen, das wird die liebe Eidan machen. Öleidosch. Wir haben 340.000 auf der Uhr, wollen mal sehen, wie der Turbolader heute aussieht. Und ihr wisst ja, sobald wir Vollgas gegeben haben, hat der so viel geraucht. Und da wollen wir mal das Innenleben mal schauen, ob der Spiel hat oder nicht. Wird sehr interessant, heute baut es einer aus. Ich bin einfach nur dabei und guck zu. Hast du schon mal einen Turbolader ausgebaut? Nein. Meinst du, wird schwer? Du wirst mir ein paar Tipps und Tricks sicherlich geben. Mach Feierabend. Einsacht T. Eidosch, Einsacht T. Turbo ist da hinten, das weißt du ja. Genau. Genau. Oh. Der ist ja schon ab, ja? Nee, ich muss einmal drehen. Einmal drehen und dann ziehen. Ah, so. Der hat ja so eine Dingsstelle, okay. So. Der Turbo muss zur Seite. Reicht schon? Ja. Ohne Kapuze. Okay, ich probier's. Schön. Das auch zur Seite? Schläuche. Ansaugung, oder? Schläuche, alles an. Hier auch? Genau. Okay. Ha? Sieht man nicht. Was hast du kaputt gemacht? Den hier. Ja. Oh shit. Nee, ich hab. So, Alter, schmach. Komm. Ach, super. Ist er raus. Ja, der war aber echt fest, ne? Ja, sehr fest. Guck mal, wie schön ölig das ist. Wenn der Turbo, die Ladedruckseite, so ölig ist, dann heißt das immer, der Turbolader ist ein bisschen hinüber. Aber bei 340.000, ganz ehrlich, ich glaube noch, das ist der erste Turbolader, werden wir gleich sehen. Ist das okay? Völlig Ordnung. Ja, ich kenne Autos, die 70.000, 80.000 gelaufen sind und der Turbolader richtig dermaßen kaputt ist, dass man gar nicht gefahren hat. Oder sogar ein Cut oder so kaputt gemacht hat dadurch. Also hab ich habe schon alles erlebt. Du hast das sehr schön gemacht. Aber guck mal, wie viel Öl da ist, ey, krass. Guck mal, das Ganze ist runter am Siffen, ne? Ja. Oh mein Gott. Ah, schön ölig. Da siehst du auch schön ölig. Das ist jetzt abgemacht, die Schelle hast du abgemacht. Ich hab's jetzt auch abgemacht. Jetzt siehst du einmal den Turbolader, Domepipe. Die drei Schrauben müssen wir abbauen. Das heißt, hier ist er auch noch fest. Das ist Schutzblech. Ratschenschlüssel Deluxe, bitteschön. Denn noch irgendwas fest hier? Nein, nein. Ach so, da hinten. Okay. Jedenfalls haben wir ein bisschen Platz hier drin, ne? Ja, komm. So, die drei Schrauben, die kriegen wir jetzt abgebaut. Das ist kein Problem. Du wirst jetzt Folgendes machen. Hier alles einsprühen. Da hinten einsprühen. Ach, schön. Don't pipe up, Eidosch. Krass. Okay. Müsst ihr jetzt runter machen, wenn wir so einen Stecker bauen? Nur das Problem bei der Domepipe ist, ja, wie ihr seht, war ja schon kaputt. Ja. Ne? Turbo hat ja schön Öl rausgeschossen. Und hier seht ihr das. Das müssen wir auf jeden Fall erneuern. Aber da kommt natürlich keine normale Domepipe. Da werden wir auf jeden Fall eine
3 Zoll sportlichen Dompipe mit 1-Zellen-Cut-Technologie einbauen. Mhm. Oder ein Sportcut. Mal schauen. Und mein Tipp ist, hol alles mit allen Leitungen raus. Bis auf den Zulaufleitung. Würde ich alles rausnehmen, weil dann ist es viel, viel einfacher, den Turbolader später wieder einzubauen. Ehrlich, ein Tipp von mir. Sonst fummelt ihr euch tot. Und das Problem ist, wir haben hier einen Quadro. Bei Quadro ist es nochmal 10-mal so stark, das Ganze einzubauen. Ich würde lieber den Motor schnell ausbauen. Das habe ich dir auch gesagt. Ja, dann ist das viel, viel leichter als Turbolader in eingebautem Zustand, weil das ist bei diesen Quadros echt die Hölle. Ja. Dann lieber einen GTX-Lader, was du von oben einbauen kannst, voll einfach. Deswegen bauen die ganzen Leute auf GTX und so, weil die keinen Bock haben, den K04 so einzubauen, was schwer ist. Hier. Sprießt das? Okay. Yay. Also, Adosch, ich weiß nicht, warum ich die dahin getan habe. So gibst habe. Du mir in die Handschuhe. Ich habe die doch dahin getan. Obwohl, ich finde, ohne Handschuhe kann man besser. Hier, ich habe dir alles hier schön hingelegt, was du machen solltest. Hier hast du deine Werkzeuge, hier hast du deine Handschuhe, hier hast du dein WD-40 und so weiter. Öl, Adosch. Adosch. Manche baden in Kokosmilch. Soll ich mich da runterstellen? Und Adosch badet in Öl. Ich bin schon ewig. Und jetzt? Da oben. Das Ding einfach lockern. Lockern, lockern, lockern. So. Genau. So leicht geht das? So leicht geht das. Warum kommt da denn so wenig raus? Nee, das ist schon in Ordnung. Jetzt mach mal Folgendes. Was denn? Mach mal Deckel ab. Mach ab. Mach ab. Jetzt achte, was passiert. Ja. Yeah. Sollst du das komplett raus? Mach raus, komplett raus. Und? Jetzt fließt's. Hier eine ist abgebrochen. Adosch. Und ich glaube, ja, die wird auch abbrechen. Wow, sag ich dir nur. Das wird Spaß machen. Rücklauf haben wir schon abgebaut. Rücklauf ist auch locker schon. Den können wir später rausziehen. Jetzt haben wir nur noch die beiden Wasserschläuche. Einmal den Halter von dem Wasserschlauch und den Rücklauf vom Wasserschlauch, der direkt zum Motor reingeht. Ja. Das abbauen und dann haben wir noch mal einen Halter für den Turbolader selber. Den bauen wir ab und das war's schon. Dann haben wir es, ne? Dann haben wir das so gut wie ab. Und dann können wir den schon so rausnehmen, vorsichtig, Ölleitung abbauen und dann haben wir das in der Hand. Und dann bin ich gespannt, die Risse habe ich schon gesehen. Die Ölleitung. So, Turbolader müsste jetzt ab sein. Also Rücklauf vom Öl ist noch dran und Rücklauf vom Wasser ist noch dran. Das würde ich auch drin lassen. So, Adosch, hol den raus. Versuch den rauszuholen, deinen ersten Turbo, den du abgebaut hast. Meine Güte. Versuch mal. Versuch mal. Meinst du, der kommt von hier oben raus? Ja, versuch. So, und für die Leute, ob man einen K04 von hier rausholen kann, hat sich das, glaube ich, erledigt. Ohne den Motor auszubauen. Oh. Oh, wow, echt übel. Also Turbo ist aber sowas von tot. Der sieht schon ziemlich mitgenommen aus. Aber, so Adosch. Ja. So, da ist er. Weißt du auch, Adosch, wir hatten ja dieses Problem gehabt, dass der auf einmal nicht gezogen hat. Mhm. Hier, der war hier kaputt und hier hat er den Unterdruck verloren. Das heißt, sobald die Wastegate-Klappe aufmachen wollte, hat er das nicht geschafft, weil hier Druck verloren hat. Mm. Ne? Du hast ja gesehen, wir haben nur ganz kurz dran gezogen. Weil und schon war es ab, ja, ich weiß. Da ist er. Da ist er. So, der jetzt Übeltäter. Gucken wir uns den mal zusammen an. Also erstmal riesen Respekt, Adosch. Ehrlich, Hand drauf. Du hast 1,5 Stunden gebraucht. Respekt.
Ja, aber für die einen und anderen Schraube musst du mir jetzt helfen. Ne? Manche saßen ja sehr fest. Ich habe dir natürlich ein bisschen geholfen bei Schrauben, wo du halt nicht so kräftig warst, habe ich dir ein bisschen geholfen. Da hat mein 30er Bizeps doch irgendwas gebracht. Nein, natürlich nicht 30, 45. Also so ein Turbolader bei einem Quadro, Leute, die das machen in eingebautem Zustand, die kotzen. Und wir hatten natürlich hier ein Problem gehabt, dass die hier kaputt gegangen sind. Ja, die sind die abgerissen. Genau, die musste ich für dich ja ganz schnell flexen, weil sonst konntest du den ja gar nicht bewegen. Nee. Ölleitung und Wasserleitung, das ist bei K03 das Schlimmste. Jetzt gucken wir uns den erstmal an. Ich habe den gerade sauber gemacht, um zu schauen. Ja, es ist immer noch der originale, hier sieht das sehr schön, Turbolader von VW. Also bei diesen 1.8T Turbolader, bei den K03, hat man immer diese Stellen. Hier, siehst du diese Risse? Mhm. Guck mal, von ganz unten bis nach oben hin. Ja, das sehe ich. Das ist eine Krankheit bei denen. Und dadurch verliert er natürlich viel an Leistung. Ich möchte jetzt unbedingt sehen, wie der Turbolader selber ist. Ich habe die Schraube schon ein bisschen gelockert gerade. Mhm. Jetzt gucken wir mal rein, wie der Turbolader ist. Ja, man sieht natürlich, ölig. Ja, das muss aufpassen hier. Mhm. Oh, aber ich meine, der Rad sieht bei ihm nicht schlecht aus. Spiel, okay, haben wir auch nicht wirklich viel. Nee, also sah gut aus noch. Ja, krass, ganz leicht. Ganz leicht. Mhm. Meinst du dann, das Problem liegt an was anderem oder lag an was anderem? Nein. Also man sieht ja, der zieht sehr viel Öl. Man hat ja gesehen, er hatte ja mal Leistung oder mal nicht. Hier war der kaputt und hier hat er immer wieder einen Druck verloren. Mhm. Und was passiert, wenn er den Druck verliert? Und dann kommst du in den Notlauf. Und das hat er immer wieder gemacht. Sobald du einen gewissen Druck hast, dass der Turbo den Druck ablassen möchte. Und ihr seht, das Ding öffnet. Das dann ist er in den Notlauf reingekommen. Ja, das war das Problem. Mhm. Hier hat er schon was verloren. Und in dem Augenblick zu viel Ladendruck. Was passiert? Motor will sich schützen. Ab in den Notlauf. Ist auch gut so. Ansonsten hat man ein Problem. Motorschaden, Turboschaden, was auch immer. So, jetzt gucken wir uns den Turbo mal an. Und das ist das Problem, Alter. Siehst was hat jetzt das gehalten? Das Ding hier war richtig fest. Hat sich so festgesetzt, ja? Ja. Guck mal. Darf das so ölig sein? Nein. Auf keinen Fall. Nein, auf jeden Fall nicht. Und das ist ja das Problem. 340.000, der darf so aussehen. Alter, mach mal einen auf Nusret. Und das geht in den Ladeluftkühler. Bauen wir hier nur den K04 Turbolader ein, ohne die Ansaugung abzubauen, ohne den Ladeluftkühler einzubauen, sage ich euch, das Ding wird euch um die Ohren fliegen. Warum, kann ich euch ganz kurz erklären. Weil der Ladeluftkühler wird voll sein mit Öl. Ihr müsst euch ja vorstellen, und die Anschlüsse in der Mitte irgendwo sind, dann zieht er das ganze Öl rein und das lagert sich unten. Und jetzt stellt euch mal vor, ich sage mal 1,5 Bar und dann hauen wir einmal auf Gas. Das ganze Öl wird so schnell in den Brennraum kommen. Was passiert? Ihr kriegt den Wagen nicht mehr aus, erstens. Und zweitens, der dreht durch, Motorschaden. Fertig. Echt? Ach, ja. Deswegen, wenn ihr einen Turbolader wechselt, holt ganz kurz den Ladeluftkühler raus, kippt den um, reinigt das Ganze und dann baut es wieder ein. Ihr müsst nicht um neuen holen, aber ihr sollt es sauber machen. Und glaubt mir, ich baue den ab und dann zeige ich euch mal, wie viel Öl da rauskommt. Den Ladeluftkühler, oder? Ja, wenn so viel Öl hier drin ist, dann wollen wir gar nicht wissen, wie viel den Ladeluftkühler ist. Locker so ein Liter. Echt? Ja, klar. Ja. Krass. Mein Turbolader werden wir jetzt die Tage einbauen. Wir brauchen natürlich Dompipe, wir brauchen die ganzen Schrauben. Ich würde mir den Krümmer anschauen und werden gegebenenfalls einen neuen Krümmer einbauen, auch von KN Racing. Aber ich glaube, ich werde den einbauen. Nur ich hoffe, wir müssen nur aufpassen, dass die ganzen Schrauben auch abgehen. Deswegen werde ich den jetzt einsprühen, bevor wir Feierabend machen. Und das kann ich nicht so lassen. Wie dreckig das ist hier. Ah. Was ich euch vorschlagen kann, wer einer Bock hat, dass ich das mit Wassertransferdruck das Ganze bearbeite, kann das gerne in die Kommentare schreiben
Und dann mache ich extra ein Video, weil so kann ich das nicht lassen. Sehr hübsch. Ja, hier sind Totenköpfe, hier sind zum Beispiel Zylinder, Turbo und so weiter. Also ich finde, das hat was auf jeden Fall. Egal, was du jetzt nehmen würdest, sowas veredelt das einfach. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann. Haut rein. Ciao. Eidosch, danke nochmal. Gerne. Danke dir auch. Ich habe wieder was dazu gehört. Noah, pass auf, richtig gut gemacht.